So, und damit willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Blacklist. Im letzten Part haben wir versucht, Andrew Coben zu retten. Allerdings hat sich herausgestellt, dass denjenigen, den wir da gerettet haben, er überhaupt nicht war, sondern der Falsche. Und unser Hacker hat herausgefunden, dass er sich in einer Polizeistation befindet. Und da müssen wir uns jetzt hin auf den Weg machen. Allerdings ist das Problem, dass die Miliz, die hier offensichtlich das Sagen hat, gerade richtig am Ausrasten ist. Und deshalb müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Weil die sind uns zahlenmäßig und waffentechnisch weit überlegen. So. Ja, genau, das ist Waffenrad, rechts Pistole, unten das Gewehr und links haben wir die Armbrust, die auch echt nützlich ist. So. Lass uns mal Briggs, you fallen. can't stop them all. Change position. Affirmative. I'm moving out. Okay, da haben wir jetzt hier schon den ersten Kasper. Und da drüben haben wir noch zwei. Frage ist, können wir da einfach so durchflitzen oder müssen wir ihn ausschalten? Ich weiß nicht, die da drüben. Ah, die hauen jetzt ab. Das ist natürlich. Sehr gut, er haut auch ab. Nope. Sehr gut. Perfekt geregelt. Er hat uns zwar bemerkt, aber konnte keinen Alarm mehr schlagen. So, dann hier rüber. Nach oben. Ah. I'm uploading a shortcut to the police station. It'll be on your op set. Roger that. Okay, und wir haben jetzt so eine Kiste gefunden. Ja, und wenn wir unsere Sachen verbraucht haben, können wir die an dieser Kiste, die sich immer wieder in den Bereichen hier befinden, in den Levels, dann können wir mit der Kiste unsere Sachen wieder auffüllen. So, jetzt haben wir da drüben so einen Kasper. Markieren wir uns den nochmal. So, und wir müssen jetzt an dieser Seilrutsche nach drüben. Und da können wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Wir warten nämlich einfach, bis er da drüben unter die Seilrutsche läuft, wenn er das denn macht, und können rüberrutschen und ihn gleichzeitig ausschalten. Also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Müssen wir allerdings warten, ob der das wirklich macht. Oh, komm schon, jetzt beweg dich. Ach so, das sieht doch gut aus. Perfekt. Oder auch nicht. Ah doch, zack. So, dann heben wir ihn auf und schmeißen ihn in diesen Mülleimer, Wäschecontainer, was auch immer. So. So, das sieht soweit alles ganz sauber hier aus. Spread out on search. Oder auch nicht. Jetzt schauen wir doch mal, wo hier sich jemand aufhält. Also, wir haben ihn hier, und ihn hier, der jetzt hier hochkommt. Nehmen wir ihn doch gleich mal raus. Nein, das wollte ich nicht. Kann ich meine Waffe wieder haben? Scheiße. Dann müssen wir mal kurz hier ihn mal. Copy that. Don't stop searching. Vielleicht mal geduckt bleiben, danke. Kann man den nicht geduckt tragen? Nein, kann man nicht, okay. Okay, jetzt haben sie offensichtlich gemerkt, dass der den fehlt, den ich hier habe. Den Kasper verstecken wir immer hier.
Und jetzt gucken wir mal, jetzt wollte einer nach ihm sehen. Ah, da kommt er ja auch schon. Dass wir ihn vielleicht auch noch ausschalten. Schauen wir doch mal. Der sieht so aus, als würde er hierher kommen. Weil die Gegner reagieren natürlich auch auf Türen, die vorher nicht offen waren und so Zeug. Und fertig. Perfekt. Ja, dann haben wir wieder ein bisschen Geld verdient, weil wir eben... Ich hab deinen Schwätzengeld, ich will jetzt gerne meine MP7, würde ich gerne mal wieder haben. So, jetzt. Benutze ich zwar eigentlich nie, aber besser immer noch im Falle eines Falles die MP7 zu haben, als... Die... Okay, da kommt jemand. Wir sollten den hier mal rausbringen. Ach, den kann man hier verstecken. Ich habe gesagt, Hide Body, Junge. Komm schon, das ist scheiße. Hide Body, perfekt. So, mit der Execution-Fähigkeit einfach mal die beiden hier mit dem Taser genutzt. Da ist jetzt noch einer, ich weiß es nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wie lade? Ach so, lade ich nach. Alles klar. Ja. Okay, der dreht sich um. Dann gehen wir mal weiter. Ich weiß es nicht, ob hier jemand noch ist. Mal ein bisschen vorsichtig sein. Das sieht doch alles ganz gut hier aus. Habe ich da schon wieder jemanden reden gehört? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen da rüber, okay. Und einer schwätzt doch da. Wo ist denn der? Ist der hier oben? Ne, ist er nicht, okay. Dann sind es, ach, dann sind es die beiden Kasper da drüben. Markieren wir ihn mal. Oh, vorsichtig hier runter, keiner hat mich gesehen. Perfekt. Oh, wo ist denn jetzt der zweite Kerl? Da. Geht der, wenn er die Treppe runter geht. Macht aber glaube ich nicht. Aber wir können was probieren und zwar. Wir locken ihn an, indem wir ein Geräusch ausstoßen. Und wenn nur einer kommt, dann ist das sowieso perfekt. Ja, das sieht doch gut aus. So, keiner was gesehen. Und sein Kamerad sowieso nicht. Ich weiß nicht, kriegen wir den? Nein, tun wir nicht, der läuft zu schnell. Dann hier rein. Und zack. Ich bin viel zu schnell für dich. Perfekt. So, oh, schon wieder Geld bekommen. Wunderbar. Stealth Hand-to-Hand Knockouts. Perfekt. So, dann hangeln wir uns hier weiter. Value target, single digits on Langley's most wanted. If you capture him, we'll arrange for pickup. Ja, genau, und dann, das gibt's ja auch noch in dem Spiel. Das sind sogenannte High-Value Targets, also hochklassige Ziele. Und wenn man die ausnockt, also nicht tötet und dann quasi verfrachten bereit macht, also fesselt, dann bekommt man extra Punkte und extra Geld. Das war jetzt knapp. Und das ist der Typ da drin, ist jetzt eben dieses High-Value-Target, was ich jetzt auch gerne ausschalten würde. So, ganz schmerzlos, schnell und schmerzlos. Machen wir Back and Tag.
schnüren ihn zusammen. Local authorities are alerted. Und das heißt, auch wenn ich jetzt diese Mission, wenn ich jetzt nochmal aus irgendeinem Grund beim letzten Savepunkt starten müsste, ist der, soweit ich weiß, trotzdem secured. So, dann haben wir hier nochmal so einen Aufmunitionierpunkt. Okay. Jetzt ist es hier ziemlich hell drin, das finde ich eigentlich gar nicht so gut. Machen wir hier noch das Licht aus. Man kann das Licht eben ausmachen oder ausschießen. Wenn man es ausschießt, auf den Schalter oder auf die Lampen geht es natürlich logischerweise nicht mehr an. So. Hier ist alles so hell. Das hat jetzt auch jemand gemerkt, dass ich das Licht da ausgemacht habe. Da kommt jemand. Oder? Ja. Nee, den Bogen bitte. So, der ist schon mal fertig. Jetzt mal gucken, da ist noch einer. Und jemand schreit. Oh, da ist noch einer. Bringen wir den hier erstmal weg, dass uns da niemand durch eine zufällige Entdeckung in die Bredouille bringen kann. Und dann arbeiten wir uns leise weiter vor. Denn wir müssen ja, wie die Grim vorher gesagt hat, müssen wir uns auf Street Level bewegen. Das heißt, wir müssen auf ins Erdgeschoss. So, jetzt habe ich das Licht ausgemacht. Normalerweise müsste das jetzt diesen einen hier verwundern. Der müsste dann kommen und dann können wir ihn rausnehmen. Ah, das sieht doch perfekt aus. Komm her, komm her, komm her. Noch ein Stückchen. Und weg damit. Perfekt. Machen wir ihn auch noch weg, weil er ja noch so einer rumdödelt, so ein anderer. So, das ist kein Gegner, das ist ein verschreckter Bürger. Er ist jetzt da drin, dann lassen wir ihn gerade in Ruhe, weil wir ihn da eh nicht brauchen. Oh. Einfach durch. Haben wir noch so ein Otto? Ach, der kommt auch gleich direkt zu uns, ist ja super nett. Ach, komm mal her. Zack. Dann gibt es doch hier bestimmt einen Lichtschalter. Oder auch nicht, dann schießen wir die Lampe aus. Einmal nachladen. Und das Treppenhaus nach unten. Also ich weiß an einigen Stellen noch, wie es funktioniert, weil ich das Spiel vor einiger Zeit mal durchgespielt habe, auch alle Trophäen damals geholt habe auf der PlayStation. Scheiße, jetzt haben sie mich gesehen, das ist nicht gut. Das war jetzt scheiße. Jetzt habe ich nicht damit gerechnet. Scheiße, das war jetzt richtig schlecht. Unüberlegt und zu schnell. Das Resultat daraus ist natürlich, dass man erwischt wird. Ist ja noch irgendwo so ein Dödel. Ist jetzt noch einer? Ich weiß es gar nicht. Sieht nicht so aus. Puh, Glück im Unglück. Das ist keiner, okay. So, dann haben wir hier, weil wir am nächsten Savepunkt sind, das High-Value-Target bekommen. Nochmal 30.000 Steine dafür.
Jetzt müssen wir aufpassen, da ist nämlich jetzt hier ein Hund drin. Und Hunde, so süß sie auch sind, haben die unangenehme Angewohnheit, dass sie uns riechen können. So wie jetzt. Das macht eigentlich normalerweise nichts. Aus. Ah, den müssen wir nicht erschießen, den Jungen. Da kann er nichts dafür. Aber so Hunde sind echt unangenehm, weil man die auch nicht verarschen kann oder sowas, weil die natürlich nur auf ihren Geruch hören. Hören, beziehungsweise sie verlassen sich auf ihren Geruch und auf ihre Sinne. Copy that. Briggs, what's your status? I'm almost on site. I scoped out a rooftop 200 meters south of the police station. Eyes on the compound in the street out front. So, jetzt haben wir es zur Polizeistation geschafft. Beziehungsweise fast. Sie ist auf der anderen Straßenseite hier. Aber natürlich ist das Problem hier dran, dass sie natürlich stark bewacht ist. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Wir haben da einen, da, na komm, da, dich haben wir. Klettern wir mal hier drüber, wir sind ja im Dunkeln, wie uns unsere Lichter so schön zeigen. Okay, der kommt jetzt hierher, das ist etwas ungeil. Nein, du hast mich nicht gesehen. Okay, das ging gut. Werfen wir mal irgendwo hier in die Ecke, wo ihn vielleicht nicht sofort jeder sieht. Und dann benutzen wir doch gerade mal hier. Oh, da ist ein Hund. Mal aufpassen. Scheiße, das war nicht. Okay, das habe ich verkackt. Habe ich nicht aufgepasst. Das war richtig schlecht. Okay. Aber dann würde ich sagen, mache ich hier einen Schnitt und dann probieren wir es einfach nächstes Mal nochmal. Dann hoffentlich ohne den Riesenfail. Ja, dann würde ich sagen, hört man sich und sieht man sich beim nächsten Mal. Bis dann.